Wir haben uns bislang angeschaut, anhand des Klimawirkungsmosaiks, wie sich der Klimawandel bereits jetzt auf verschiedene Themenbereiche auswirkt. Wir möchten jetzt anhand einiger Beispiele schauen, wie sich Klimawirkungen in der Zukunft verändern werden, wie sich auch das Risiko bezüglich verschiedener Themenbereiche und Sektoren durch den Klimawandel verändern wird. Der Klimawandel wird sich zum Beispiel auf Ökosysteme und verschiedene natürliche Systeme auswirken. Er wird aber auch zum Beispiel Städte an den Küsten durch den Anstieg des Meeresspiegels betreffen, kann sich auf die Gesundheit von Menschen, zum Beispiel durch Hitzewellen, auch wiederum vor allem in Städten auswirken und kann sogar zu gesellschaftlichen Konflikten und Krisensituationen führen. Wir möchten auf zwei Beispiele besonders eingehen, den Aspekt Wasserversorgung und auch Landwirtschaft und Ernährung. Vor allen Dingen Wasserversorgung und Landwirtschaft stehen in enger Wechselwirkung, da die Landwirtschaft ein wichtiger verbrauchender Sektor von Wasser ist und damit die Verfügbarkeit von Wasser sich auf die landwirtschaftliche Produktion und am Ende auch auf die Ernährungssicherheit stark auswirken kann. Für die Wasserverfügbarkeit in Zukunft ist es vor allen Dingen wichtig, wie sich die Temperaturen verändern und wie sich die Niederschläge verändern. Bei der Veränderung der Temperaturen gibt es eine große Übereinstimmung zwischen den verschiedenen globalen Klimamodellen, während bei den Vorhersagen zu den Niederschlagsverhältnissen einige Regionen in der Welt robuster abgebildet werden können als andere. Auf jeden Fall ist es so, auch wenn sich die Niederschlagsverhältnisse nicht ändern, verändert sich allein aufgrund der ansteigenden Temperatur die lokale Wasserverfügbarkeit einfach durch die höhere Verdunstung, sodass dann weniger Wasser lokal zur Verfügung sein wird in vielen Weltregionen. Dabei geht es auch bei den Niederschlägen nicht nur um sukzessive Veränderungen, sondern auch da müssen sich Gesellschaften auf zunehmenden Starkregen einerseits und andererseits auch auf häufigere und längere Dürreperioden einstellen. Anhand der Abbildung können wir sehen, dass die Wasserverhältnisse vor allen Dingen in den Tropen, in den tropischen Regionen sich verschlechtern könnten. Bezüglich der Wassernutzung führt jetzt die Veränderung der Verfügbarkeit durch den Klimawandel in vielen Regionen wahrscheinlich zu einer erhöhten Konkurrenz der verschiedenen Systeme um Wasser. Wasser wird zum einen Teil natürlich für die Trinkwasserversorgung der Haushalte genutzt, aber der weitaus größte Teil wird für die landwirtschaftliche Produktion genutzt, also für die Ernährungsversorgung. Aber dann auch für Energieerzeugung wie auch für industrielle Zwecke. Es gibt zwei ganz akute Beispiele für Wasserknappheit, regionale Wasserknappheit, die sehr wahrscheinlich auch durch durch die veränderten klimatischen Bedingungen hervorgerufen sind. Das ist einmal in Brasilien, wo es in letzter Zeit akute Wasserknappheit gab, aber ein anderes Beispiel ist natürlich auch Kalifornien, wo es schon seit längerem, seit mehreren Jahren eine anhaltende Dürre gibt und hier wird auch das Wasser zunehmend knapp, sodass das es sogar schon zu Beschränkungen der Wassernutzung in lokalen Haushalten gekommen ist. Die Veränderung der Wasserverfügbarkeit wird sich vor allen Dingen auch auf den Sektor Landwirtschaft auswirken. Die Landwirtschaft braucht sehr viel Wasser für die Produktion, und in der Wechselwirkung zwischen Wasserverfügbarkeit, Temperaturerhöhung und CO2-Konzentration in der Atmosphäre ergeben sich dann die Effekte auf die landwirtschaftlichen Erträge und die landwirtschaftliche Produktion. Im fünften Sachstandsbericht des IPCC werden eine Reihe von Modellrechnungen mit verschiedenen Klimamodellen und verschiedenen Ertragsmodellen ausgewertet. Und die Grafik zeigt eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse. Es ist dargestellt, wie sich mit zunehmender Temperatur, globaler Temperaturerhöhung um 2, 3, 4, 5 Grad die landwirtschaftlichen Erträge verändern werden. Die rote Linie zeigt dabei die mittlere Veränderung über diese Szenarien und der graue Bereich erklärt den Unsicherheitsbereich über die verschiedenen Modelle. Es zeigt sich, dass vor allen Dingen in den tropischen Regionen, in den tropischen Breiten wichtige Kulturen wie zum Beispiel Mais oder Weizen
eher negativ beeinflusst werden durch den Klimawandel. Auf der rechten Seite sehen wir die Ergebnisse für die tropischen Regionen, auf der linken Seite für die gemäßigten Breiten. Wie stark sich die höhere CO2-Konzentration auf die Erträge auswirken wird, das wird noch sehr intensiv wissenschaftlich diskutiert. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass in der landwirtschaftlichen Praxis die leichte Erhöhung der Erträge durch höhere CO2-Konzentrationen eher gering ausfallen wird. Die Veränderung der landwirtschaftlichen Erträge wird sich dann auch auf die Agrarpreise auf den Weltmärkten auswirken. Wenn sich die landwirtschaftlichen Erträge durch negative Klimawirkungen verringern, kann dies zu Anstiegen bei den Weltmarktpreisen beitragen. Wir beobachten, wie hier in der Grafik gezeigt, dass sich nach einem jahrzehntelangen Rückgang der Agrarpreise seit der Jahrtausendwende wieder ein Anstieg der Preise für die wichtigsten Agrargüter zu verzeichnen ist. Und eine wichtige Frage für die Zukunft ist, wie sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Und es könnte sein, dass der Klimawandel durch negative Ertragseinwirkungen die Erhöhung der Agrarpreise weiter vorantreiben wird, was sich dann unter anderem negativ auf die Ernährungssicherheit vor allen Dingen ärmerer Bevölkerungsschichten in Entwicklungsländern auswirken könnte. Der Klimawandel wird nicht nur natürliche Ökosysteme und ökonomische Systeme beeinflussen, er könnte auch Auswirkungen auf kulturelle Schätze haben. Zahlreiche Kulturschätze, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt sind, befinden sich in Städten, die an Küsten liegen, und ein erhöhter Meeresspiegelanstieg könnte dazu führen, dass eine Reihe von diesen Kulturschätzen in Zukunft zerstört werden. Die Studie, die in der Abbildung gezeigt wird, zeigt eine Reihe von Städten, wo sich Weltkulturerbe befindet und wie diese vom zukünftigen Meeresspiegelanstieg betroffen sein könnten. Ein Beispiel wäre die Altstadt von Venedig, wo es ja zurzeit schon ab und zu leichten Überschwemmungen kommt, und es ist zu erwarten, dass sich dies in Zukunft häufen wird und möglicherweise auch noch stärkere Auswirkungen hat.